Hallo meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile schon 5 Wochen geschafft, das heißt, einige von euch haben jetzt auch schon richtig tolle Erfolge erzielt, andere eher weniger, was aber gar nicht mehr so dramatisch ist. Das heißt, wir wollen wirklich auch, wenn wir es jetzt zum tausendsten Mal sagen, nicht diesen Jojo-Effekt haben. Wir können das auch so aufbauen, dass ihr 15 Kilo in 3 Wochen verliert, das bringt euch aber nichts, wenn ihr das in 6 Wochen wieder drauf habt. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich versuchen, kontinuierlich das Ganze aufzubauen, locker anzufangen, und uns immer noch ein bisschen steigern können. Ich denke, für die meisten ist es gar nicht mal so hart, weil es gar nicht so eine große Umstellung ist, von wegen, oh nee, das kann ich jetzt nicht essen oder ich kann es nicht mehr sehen, sondern ich denke, einige haben so einen ganz guten Flow gefunden, dass sie jetzt mittlerweile gesund essen, dass es gar nicht mal so schlimm ist, sich gesund und fit zu ernähren. Ich denke, die meisten ziehen auch einen positiven Nutzen draus, auch was die Sportgeschichte angeht, sei es im Alltag für den Beruf, die Beweglichkeit, allgemeines fitteres Gefühl. Ich denke, da seid ihr alle auf einer sehr, sehr guten Schiene. Gut, jetzt seht ihr kurz das Training für die kommende Woche. Der Unterarmstütz mit gestreckten Beinen in der Luft. Halte den Unterarmstütz, versuche auch hier wieder eine Linie zu halten. Geh mit der Ferse in die Luft, sodass du nicht über die Gesäßlinie kommst, sondern noch eine parallele Linie zum Boden hältst. Hierbei trainieren wir die Bauchmuskulatur und stabilisieren den Oberkörper, um hier ordentlich Spannung in den Rumpf reinzukriegen. Achte wirklich darauf, dass das Gesäß permanent fest bleibt. Um im Oberkörper die Schulter- und Nackenmuskulatur noch etwas zu trainieren, gehst du ganz normal wieder in den Unterarmstütz, achtest darauf, dass du die Spannung hältst und streckst dabei abwechselnd die Arme gerade nach vorne. Achte darauf, dass du immer wieder in die Eingangsposition zurückkommst und den Ellbogen immer schön unter der Schulter hältst. Versuch hierbei, die Schultern parallel zum Boden zu halten, damit du nicht schief stehst oder irgendwelche schiefen Bewegungen ausführen kannst. Die Beine bleiben hierbei ganz normal wieder gestreckt. Achte auch hier wieder darauf, das Gesäß anzuspannen und die Fersen nach hinten zu drücken. Als kleine Steigerung für die Kniebeuge kannst du das Ganze mit einem kleinen Sprung verbinden. Achte darauf, dass du die Knie hier nicht zu sehr belastest. Das heißt, versuche aus der Muskulatur zu arbeiten und dich nicht aus den Gelenken abzufangen. Um den unteren Rücken zu trainieren, legst du dich flach auf den Boden, stellst die Zehenspitzen auf, bringst die Hände an die Schläfe, dass der Ellbogen auf Schulterhöhe ist. Von hier aus hebst du dein Brustbein vom Boden ab, kommst dabei hoch und langsam wieder tief. Du kannst hierbei gerne leicht ins Hohlkreuz gehen, das macht überhaupt nichts. Achte nur darauf, dass du den Blick weiterhin auf den Boden hältst, um eine gerade Halswirbelsäule zu halten. Auf dem Rücken liegend, mit dem Bauch angespannt, dass der untere Rücken auf dem Boden liegt, positionierst du deine Arme im 45-Grad-Winkel zum Oberkörper. Nun bringst du die Beine einmal in die Luft, gerade nach oben und kommst dann mit den Beinen in Richtung Boden. Das heißt, du hältst die Spannung und kommst von hier aus mit den Beinen langsam aus der oberen Position in Richtung Boden, dass die Beine immer noch zusammenlaufen und gestreckt mit der Zehenspitze weggestreckt. Um die Intensität etwas zu erhöhen, kannst du den Kopf nach oben hin anziehen und den Rippenbogen leicht in Richtung Hüfte ziehen. Wir kommen zu den Liegestützen, Training der Brustmuskulatur. Wir haben auch den vorderen Schulteranteil und den Trizeps mit dabei, das heißt den hinteren Arm. Hierbei achtest du darauf, dass du die Spannung hältst, gerade im Gesäß und in der Rückenmuskulatur. Versuche hier von der Schulter bis zum Gesäß über die Fersen eine Linie zu halten. Wenn du tief gehst, langt es, wenn du bis zum Ellbogen gehst, ansonsten gerne bis zum Boden. Drück die Fersen dabei nach hinten, um Spannung aufzubauen und den Körper noch mehr unter Strom zu halten. Aufrechtes Rudern. Deine Handrücken sind nach vorne zeigend und du gehst von hier aus der unteren Position nach oben, bis maximal unter die Brustlinie und der Ellbogen bleibt permanent über den Handgelenken, geht aber nicht über die Schulterlinie rüber. Achte auch darauf, dass du gerade nach vorne guckst. Halte die Bauchspannung, damit du stabil stehst. Hierbei trainierst du die Schulter- und Nackenmuskulatur. Wir kommen zu den Burpees bzw. Strecksprung mit einer Liegestütze. Hierfür springst du ganz weit hoch, soweit es geht, machst dich dabei ganz lang mit den Armen nach oben, kommst dann tief, gehst dabei in die Liegestützposition, so wie du es in dem Video erkennst. Wichtig ist, dass du dich von oben nicht fallen lässt, sondern wirklich kontrolliert tief gehst, dann erst die Arme abstützt und die Beine nach hinten rausbringst. Eine Liegestütze und komm dann aus der Hocke nach oben gesprungen. Das Ganze wiederholst du ein paar Mal, um die Intensität im Körper richtig hoch zu halten.
Bei solchen Übungen verbrennst du sehr, sehr, sehr viele Fettzellen, da sehr, sehr viele Muskelgruppen aktiviert werden. Falls ihr dazu jetzt irgendwelche Fragen habt oder noch irgendwas ist, schreibt natürlich wieder gerne, schreibt in die Kommentare, wenn dazu irgendwas ist. Und so langsam könnt ihr auch mal eure Trainer anhauen im Fitnessstudio und fragt die mal nach einem Termin vielleicht für einen Trainingsplan, dass die euch nochmal was Neues schreiben, aufschreiben, neue Reize setzen, die eine ähnliche Muskelgruppe einfach nur anders ansprechen. Statt eine Zugübung von oben für den Rücken mal in der Horizontalen, dass ihr rudert oder solche Geschichten. Versucht es einfach mal aus. Vielleicht haben einige von euch jetzt auch schon was anderes sich an Sportart gesucht. Für einige war es natürlich ein Problem jetzt mit der Zeit. Klar, verstehe ich auch. Aber versucht euch vielleicht wirklich mal ein, zweimal die Woche Zeit dafür zu nehmen. Wenn ihr natürlich mit den Kindern eingespannt seid oder dann einen strikten Alltag habt, ey, geht mit den Kindern wirklich ins Schwimmbad, geht eine Runde schwimmen, planschen, keine Ahnung. Geht in den Wald da irgendwie spazieren, wandern, die Kinder haben da genauso viel Spaß dran. Wenn ihr natürlich irgendwelche Schichten habt, sei es irgendwie Spätschicht, Wechsel und keine Ahnung, versucht wirklich das irgendwie so zu regeln, dass ihr das zwischendurch habt, auch wenn es nur 10 Minuten sind, Viertelstunde, keine Ahnung, macht zwischendurch einfach mal ein bisschen was anderes. Vielleicht lenkt euch das auch ein bisschen ab, ihr kommt wieder auf irgendwelche neuen Ideen. Wenn das natürlich mit dem Sportverein irgendwie passt, Bombe. Für diejenigen, die jetzt nicht so die mega Motivation haben, beziehungsweise vielleicht merken, ey, ich bin gerade total auf dem absteigenden Ast, gebt auch einen Ruck. Versucht nochmal wirklich Vollgas zu geben, hängt euch damit rein, versucht es kontinuierlich zu machen, auch wenn es nur 500 Gramm sind die Woche, die ihr verliert, oder ein Kilo oder noch weniger. Versucht wirklich am Ball zu bleiben, zieht es kontinuierlich durch. Setzt eure Ziele nicht zu krass. Klar, einige haben sich jetzt gesagt, wir wollen 20 Kilo verlieren, 25. Das kriegt ihr nicht von heute auf morgen hin. Aber ihr müsst überlegen, 5 Wochen haben wir jetzt geschafft, die Zeit ging wie im Flug um. Das heißt, die 5 Kilo, die wir jetzt geschafft haben, werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal schaffen. Dann habt ihr schon 10 Kilo und schubst seid ihr schon wieder näher an eurem Ziel dran. Klar geht es jetzt auch wieder mit dem Grillen los. Ich möchte aber auch, das sagt Stefan auch sehr, sehr oft, dass ihr euch auch belohnt. Das heißt, macht den sogenannten Cheat Day. Versucht wirklich dann mal an dem Tag zu essen, was ihr wollt oder was auch geht. Ihr werdet auch irgendwann vielleicht merken, dass ihr da gar nicht mal so megamäßig drauf Bock habt. Das ist in dieser Situation, wo ihr das gute Essen, das saubere Essen vor euch habt, denkt ihr, oh, jetzt so ein geiler Burger oder irgendwas ähnliches. Aber wenn ihr dann wirklich einen Burger vor euch habt, denkt ihr, ey nee, ich glaube, das andere ist jetzt doch cooler. Ihr werdet es wahrscheinlich dann selber merken. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf euch alle. Auf alle stolz, die auf was posten, weil alles, was ihr mir auch in Rückmeldung gebt, da freue ich mich sehr drüber. Wenn ihr 10 Kilo abnehmt, habe ich da nichts, eigentlich gar nichts von. Null. Auch wenn ihr 5 Kilo abnehmt, habe ich da gar nichts von. Aber was ich davon habe, ist, dass ihr mir das zeigt und sagt, dass ihr euch fitter fühlt. Da freue ich mich sehr. Das ist für mich auch eine Art Motivation, die ich dann auch brauche, weil ich es einfach cool finde. Und ich hoffe, dass ihr es jetzt auch seht. Auf Marci bin ich sehr, sehr stolz, da der, also mein Arbeitskollege Marci, die einige kennen ihn ja auch, der zieht das wunderbar durch, der macht einen richtig guten Job, was das angeht, der hat auch schon richtig Kilos verloren, hat praktisch, ich würde jetzt nicht sagen, sein Leben komplett geändert, aber er hat schon sehr, sehr viel geändert. Von der Ernährung bis plötzlich von gar keinem Sport auf 3 bis 4 Mal die Woche Training. Das machst du sehr gut, also alle mal einen fetten Daumen hoch für Marci. Natürlich bin ich aber auf alle anderen genauso stolz. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine erfolgreiche 6. Woche. Wenn ihr natürlich wieder irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas ist, meldet euch natürlich gerne. Und ansonsten sehen wir uns spätestens in Woche 7 wieder. Bis dann. Ciao.